sehr verehrten Damen und Herren, ich bin so aufgeregt wie schon lange nicht mehr, denn der Einser ist zurück mit einer neuen Single, was so ein bisschen, so wie ich es verstanden habe, auch nochmal wie so ein Reboot ist, ne, seiner Promophase. Er hat ja vor wenigen Tagen erst ein Video released, wo er gesagt hat, okay, er hat das komplette Album nochmal überworfen. Es gab bei ihm so privat viel Sachen, um die er sich kümmern musste, die Priorität hatten. Ja, ihr so, ihr wisst natürlich, ja, Friends, Family, das geht vor. Und jetzt ist nochmal sozusagen der Reset und das ist sozusagen die Lead-Single vom Album und ich hoffe natürlich, dass die Promophase ab jetzt dann halt auch ordentlich durchgeht. K.O. heißt das Ganze. Wir gehen direkt rein. Wir sind in der Premiere, logischerweise. Wie wir das immer machen, die besten Tracks hören wir zuerst, damit ihr natürlich auch schlafen gehen könnt. Ich habe gestern was gesagt. Ich bin nicht hier, um der Sympathischste zu sein oder der Publikumsliebling. Ich bin hier, um den Leuten die Fresse zu polieren. Und das mache ich jedes Mal, wenn ich in den Cage komme. Starke Ansage, ne? Starke Ansage von seinem Bratan, ja, dem Dulatov-Bruder, der natürlich hier MMA-Fight technisch auch gut durchzieht, ja. Letzte Fight, glaube ich, auch gewonnen. Das ist relativ aktuell, glaube ich, hier. Islam Dulatov, genau, richtig. Krass, schönes Intro und das ist natürlich eine Marschrichtung, die hier angegeben wird. Ich würde sagen, wir hören vielleicht auch am Anfang erstmal kurz durch und ich sage noch nicht so viel und dann gehen wir rein in die Nummer, okay? Dass wir erstmal viben hier. Oh. Jeder Pisser macht auf G, bis er mit mir in dem Käfig kämpft. 81 Kilo und ich hau dir deine Zähne weg. Big Bitch Moves, Abkürzung für BBM. Ennis ruft mich nicht mehr an, ich mach mit dir kein CCN. Sag dem Schwanz Diego Einsatz. Das ist kein JBB, das Mann gegen Mann. Fick die Dreckswelt, stürm das Blechzelt. Und ich stranguliere Shindy mit dem Black Belt. Sag es auf den Streets, es gibt nur ein Sieg. Und der Kampf beginnt vom Boden aus, das Luther lief. Muss den Beat killen, komm mit Jibril. Und zerschmetter dem Chiago seine Skibrille. Ich geh nur auf KO. Testo knallt, mach Rapper kalt. Genial, genial, also nur ganz kurz. Natürlich, ja, es ist der direkte Nachfolger von Stress, sozusagen, ne? Auch diese ganze Zeit Stress, 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 KO, 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 stark, direkt Name-Droppings hier, angriffslustig des Grauens, Bruder. Chiago seine Skibrille, ich geh nur auf KO. Testo knallt, mach Rapper kalt. Lass die Deckung fallen und ich brech dir deinen Wendehals. Leg die Zettel weg, sag's den Punktrichtern. Ob es eine zweite Runde gibt, ist unsicher. Es geht zum Anfang, KO. Es geht One Punch, KO. Und ich schick euch alle schlafen wie der Sandmann, KO. Wenn ich bin, klingt es immer noch wie Pumpguns. KO. Es geht zum Anfang, KO. Ich bin Van Damme, KO. Und trete gegen jeden Feind zum Kampf an, KO. Wenn ich blinze, klingt es immer noch wie Pumpguns, KO. KO. Ich bin Bulletproof, wie Dulatov. Betonfaust, Knockout, nuller Puls. Komm zum Streetfight, du wirst weggewichst. Mix Martial Extremist, stell dich deinem Schick. Ich find's auch geil, diese kurzen Einschnitte noch aus dem Original-Stress-Video, ja. Das hat auf jeden Fall genau den gleichen Flair wie damals, Alter. Richtig gut, Mann. Sal und messe dich, KO. Ich bin wie auf Yayo. Und verbieg euch frechen Junkie-Rap an eure Knochen, so wie Play-Doh. Du willst K.O. gehen? Okay. Meine Eier wiegen mehr als deine Gold-Chain. KO. Nordrhein, Soulblade, Ghetto-Pain. Glaub mir eins, ich ging noch nie durch Pfefferspray. KO. In den Armbar, KO. Du hast Glasknochen. KO. Ich brech dir den Arm, heute gibt's kein Abklopfen. KO. Schub zum Takedown, KO. You better lay down. KO. Das ist Born to Kill, der Octagon, mein Playground. KO. Box durch Eisentore und verbiege Heizungsrohre. Ascobar, du kannst meinen Namen niemals schreiben ohne. KO. Es geht zum Anfang, KO. Es geht One Punch. Stimmt, ja. KO ist drinnen in Ashkobar, ja? Ashkobar. Und ich schick euch alle schlafen wie der Sandmann. KO. Wenn ich blinze, klingt es immer noch wie Pumpguns. KO. KO. Es geht zum Anfang. KO. Ich bin Van Damme. KO. Und trete gegen jeden Feind zum Kampf an. KO. Wenn ich blinze, klingt es immer noch wie Pumpguns. KO. 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 So, Umfrage ist raus, gib mir Feedback, wie euch das Ganze gefällt. Asche, KO, 9 bis 10, 58% hier. Wir hören gleich nochmal rein in den Song, ja. Ich habe, das kann ich jetzt sagen, ja. Jetzt werden natürlich, das ein oder andere Herz wird natürlich brechen, ja. Das ein oder andere Fitner-Herz wird natürlich brechen jetzt an der Stelle. Anfang der Woche, am Montag war das, glaube ich, ja, hatte ich erst wieder mit Asche ein langes Telefonat. Wie immer, ja, ihr wisst ja, ich habe Kontakt mit Asche. Und ich habe auch mit Asche gesagt, dass wir darüber nicht reden werden, bis dieser Song rauskommt, weil natürlich
sich der eine oder andere hier gerne auf etwas freuen kann, was nicht passieren wird, ja, dass Asche und ich uns wegen irgendwas zerstreiten oder wegen irgendwelchen Meme-Dürnen-Spross-Accounts, ja, die irgendeine Scheiße in die Welt setzen, ja, muss ich euch leider enttäuschen. Asche und ich, wir sind weiterhin Brüder und wir haben, wie gesagt, lange telefoniert und haben uns natürlich dann auch jetzt hier schon fast schon ein bisschen so ins Fäustchen gelacht, dass der eine oder andere hier irgendetwas erwartet. Da muss ich euch leider enttäuschen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Freundschaft unter Männern, die auch im Real Life stattfindet, ist stärker als so eine Internet-Gossip-Fitner-Kacke. Kommt mal alle aus dem Internet raus. So ein Kindergarten, Alter. Mann, Mann, Mann. Der Einser auf jeden Fall hier krass vorgelegt. Wir gehen nochmal rein in den Song und sprechen ein bisschen ausführlicher drüber. Du hast gesagt, ich bin nicht hier, um der Sympathischste zu sein oder der Publikumsliebling. Ich bin hier, um den Leuten die Fresse zu polieren. Und das mache ich jedes Mal, wenn ich in Cage komme. Genau, wegen sowas entstehen Gerüchte und Beefs und so weiter, ja. Aber da sind wir nicht der Chat für. Das müsst ihr woanders machen. Da gibt's andere Leute, bei denen so etwas gerne willkommen ist, ja. Hier in dem Chat ist da kein Platz für sowas. Jeder Pisser macht auf G, bis er mit mir in dem Käfig kämpft. 81 Kilo und ich schau dir deine Zähne weg. Big Bitch Moves, Abkürzung für BBM. Ennis ruft mich nicht mehr an, ich mach mit dir kein CCN. Sag dem Schwanz Diego einen Satz. Das ist kein JBB, das... Das ist natürlich sehr, sehr krass, dass er auch direkt den Song so anfängt. Ich finde, das expliziteste Name-Dropping ist direkt auch zum Anfang, ne? Er wollte wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen, dass es jeder hört und jeder mitkriegt, ne? Deswegen ist so die klarsten Lines, die sind direkt am Anfang, ne? Damit da keiner drumherum kommt. Jeder Pisser macht auf G, bis er mit mir in dem Käfig kämpft. 81 Kilo und ich schau dir deine Zähne weg. Big Bitch Moves, Abkürzung für BBM. Ennis ruft... So, warte. Big Bitch Moves. 80 Kilo und ich schau dir deine Zähne weg. Big Bitch Moves, Abkürzung für BBM. Ennis ruft... Big Bitch Moves, abgezogen für BBM. Mich nicht mehr an, ich mach mit dir kein CCN. Ennis ruft mich nicht mehr an, ich mach mit dir kein CCN. Also, das ist sozusagen eine Line, erstmal natürlich gegen San Diego und dann natürlich auch gegen Bushido, ja, denen er sozusagen jetzt hier vorwirft, die machen jetzt gemeinsame Sache gegen mich und Ennis soll ihn nicht mehr anrufen, weil es anscheinend dann Vergangenheit schon Telefonate gab über ein gemeinsames CCN. Okay, Ich glaube, das würden die Fans sogar feiern, ne? Big Bitch Moves up. Vielleicht Juri jetzt bei Bushido, also ich weiß davon nichts, möglich ist alles heutzutage, ja. Keine Ahnung. Ja, schade wäre so geil gewesen. Ja, ich glaube, viele denken sich so, ja, aber gut, ist halt so, ne? Abkürzung für BBM, Ennis ruft mich nicht mehr an, ich mach mit dir kein CCN. Sag dem Schwanz Diego einen Satz. Das ist kein JBB, das Mann gegen Mann. Sag dem Schwanz Diego einen Satz. Das ist nicht JBB, sondern Mann gegen Mann. Das ist Mann gegen Mann. Es geht hier das erste Mal explizit auch mit Name-Dropping unmissverständlich gegen San Diego, der hier gedisst wird. Sag dem Schwanz Diego einen Satz. Das ist kein JBB, das Mann gegen Mann. Fick die Dreckswelt. Stürm das Blechzelt. Und ich stranguliere Shindy mit dem Black Belt. Sag es auf den Street. Es gibt nur einen Sieg. Und der Kampf beginnt vom Boden aus, das Luther lief. Muss den Beat killen. Komm mit Jibril. Und zerschmetter dem Chiago seine Skibrille. Ich geh nur auf Testo knallt, mach Rapper kalt. Lass die Deckung fallen und ich brech dir deinen Wendehals. Leg die Zettel weg, sag's den Punktrichtern. So, jetzt gibt's wahrscheinlich hier den ein oder anderen Roos-Zuschauer, der denkt, ich wurde hier gedisst, ja. Lass die Deckung fallen, ich brech dir deinen Wendehals, ja. Ich bin ja auch bekannt, ja, für meine unfassbare Deckung. Das Wort gab's ja vorher auch noch nicht, ja. Wurde auch nicht gegen Animus zum Beispiel sehr prominent auch benutzt, ja. Ich weiß, ihr wünscht euch das, ja. Aber das tut mir leid, da muss ich euch enttäuschen. Wie gesagt, vor ein paar Tagen hatten wir erst telefoniert und da ist alles in Buddha. Ob es eine zweite... Das ist wie wenn, ey, Kollege hat Mäus gedisst, ja. Weil er sagt Mäus. Runde gibt es unsicher. Es geht zum Anfang. Es geht One Punch. Und ich schick euch alle schlafen wie der Sandmann. Wenn ich blinze, klingt es immer noch wie Pumpguns. Ich finde das aber Real Talk. Ich finde es gut, dass er dieses Songgerüst von Stress nimmt und das hier nochmal reproduziert. Der Song hat eine ganz, ganz andere Durchschlagspower, eine ganz, ganz andere Durchschlagskraft als die letzten Singles von Asche. Auch wenn da mal was Härteres dabei war, man hat irgendwie auch so das Gefühl gehabt, ja,
Prime-Asche ist es nicht. Ja, und ich finde, das ist auf jeden Fall hier ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Es geht zum Anfang, K.O. Ich bin Van Damme, K.O. Und trete gegen jeden Feind zum Kampf an, K.O. Wenn ich blinze, klingt es immer noch wie Pumpguns, K.O. K.O. Ich bin Bulletproof, wie Dulatov. Betonfaust, Knockout, nuller Puls. Komm zum Streetfight, du wirst weggewichst. Mixed Martial Extremist, stell dich deinem Schicksal und messe dich, K.O. Man muss auch sagen, es sind schöne verschachtelte Reimketten auch drin, ja. Also gerade auch der Teil hier war schön anspruchsvoll. Proof, wie Dulatov. Betonfaust, Knockout, nuller Puls. Komm zum Streetfight, du wirst weggewichst. Mixed Martial Extremist, stell dich deinem Schicksal und messe dich. Yo, ich bin wie auf Yayo und verbieg euch frechen Junkie-Rappern eure Knochen so wie Play-Doh. Du willst K.O. gehen? Okay, meine Eier wiegen mehr als deine Goldchain. K.O. Nordrhein, Soul Blade, Ghetto Pain. Glaub mir eins, ich ging noch nie durch Pfefferspray. K.O. In den Armbar, K.O. Du hast Glasknochen. K.O. Ich brich dir den Arm, heute gibt's kein Abklopfen. K.O. Shoot zum Takedown, K.O. You better lay. Es ist grimmig, es ist böse und ich finde, es passt auch gut in den Kontext. Ne? Ich hatte mit Asche auch das ein oder andere Gespräch über den Leitfaden des Albums in vergangener Zeit und da habe ich auch so gesagt, so, ey Digga, ich verstehe, dass du das ganze Musikalische angehen möchtest auf deiner neuen Platte, aber letztes Jahr war wieder so ein Einläuten der Diss-Tracks mit Härte, mit Name-Dropping und so weiter. Und du warst einer, der das damals gemacht hat, wo es nicht on Vogue war. Und deswegen wahrscheinlich auch nicht die Lorbeeren geerntet hat, die ihm eigentlich zustehen. Deswegen fände ich es persönlich natürlich auch besser, dass, wenn wir jetzt in diesem Diss-Zeitalter angekommen sind, dass der Asche da vielleicht auch nochmal komplett auf die Kacke haut, weil das kann er ja wie kaum ein anderer. Und da vielleicht nochmal so etwas wie die erste CD von Sie nannten den Knochenbrecher nochmal released. Und dann halt, sagen wir mal, auch den Zahn der Zeit besser erreicht, ja, und da nicht irgendwie so ein bisschen mit Melodien und zu soften Sachen vielleicht dann auch irgendwo unter seiner Erwartung, unter seinen Möglichkeiten bleibt, ja, weil man muss natürlich auch sagen, dass einem Asche meiner Meinung nach mehr Hack zusteht, als er aktuell in der Szene hat. Was natürlich auch da wieder dazu spielt, ist natürlich dieses Verkacken der Promophase. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, das ist die dritte Promophase in Folge, die, sagen wir mal, sehr diffus wirkte, sehr chaotisch wirkte und ich wünsche es ihm wirklich von ganzem Herzen. Ich habe ihm vorhin auch nochmal eine Voice gemacht, wo ich genau das gleiche auch gesagt habe, dass das jetzt mit dieser Promophase ab jetzt ohne großartige Komplikationen vorangeht, ja. Weil das hat er verdient, ja, Asche ist ein guter, das ist, wie gesagt, die Sachen, die ihn da auch ein bisschen ausgebremst haben, das waren keine Faulenzer-Sachen oder nix, keine schludrigen Sachen oder sonst was, ja, das war halt einfach etwas, worum man sich als Mensch, ja, erstmal kümmern muss, wo dann halt das, keine Ahnung, die Person der Öffentlichkeiten leider hinten anstehen muss, ne, und ich hoffe, wie gesagt, dass er jetzt auf jeden Fall den Weg für eine erfolgreiche Promophase für sich geebnet hat. Down. Das ist Born to Kill, der Octagon, mein Playground. K.O. Box durch Eisentore und verbiege Heizungsrohre. Escobar, du kannst meinen Namen niemals schreiben ohne. K.O. Es geht zum Anfang, K.O. Es geht One Punch, K.O. Und ich schick euch alle schlafen wie der Sandmann, K.O. Wenn ich blinze, klingt der. Wir haben ja das Outro noch nicht gesehen, ich bin mal gespannt, ob es jetzt auch schon direkt ein neues Release-Datum gibt, was dann hoffentlich eingehalten wird. Ist immer noch wie Pumpguns, K.O. Es geht zum Anfang, K.O. Ich bin Van Damme, K.O. Und trete gegen jeden Feind zum Kampf an, K.O. Wenn ich blinze, klingt es immer noch wie Pumpguns, K.O. 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 Hat Budi schon nach CCN gefragt, Marvin? Nee. Da, ich bin einer der Leute, die da noch nicht gefragt wurden, ja. Frechheit eigentlich. Ja, dritter Part wäre noch nicht schlecht gewesen, auf jeden Fall, aber ich finde auf jeden Fall eine gute Lead-Single, um jetzt die Promophase aber auch hoffentlich wirklich final einzuläuten und wir gucken mal, was noch kommt. Bleibt natürlich spannend, ne? Asche hat wohl davon mitbekommen, dass da irgendwo San Diego und auch Bushido da irgendwie was in Richtung seine Richtung machen wollen, ja, dass da irgendwas ist oder dass da irgendwelche Gerüchte geben oder dass da vielleicht schon getüftet wird oder sowas. Ne, da gab es ja, wie gesagt, auch auf Twitter und auf Instagram diverse Gerüchte, ja, und hat sich dann halt gedacht, okay, proaktiv werde ich jetzt hier einfach mal das Ruder, das Zepter in die Hand nehmen und da natürlich proaktiv die Jungs mal dissen. Ne? Das ist auf jeden Fall eine interessante Nummer. Ich muss natürlich auch sagen, also
das Bushido-Ding, ja, war jetzt auch kein richtiger Diss, würde ich mal sagen. Das war eher so etwas wie ein Warnschuss, ne, so im Sinne von, ey, ruf mich nicht mehr an wegen CCN, weil du machst jetzt hier, so wie ich das gehört habe, was mit San Diego und den mag ich nicht, deswegen sind wir hier auch miteinander nicht mehr cool und bla bla bla. Die Disses gegen San Diego waren natürlich dann schon eindeutiger, sage ich mal. Und das könnte interessant werden, ja. Wir hatten ja vor wenigen Wochen auch schon mal auf das Deutschrap-Ideal-Interview reagiert. Und da habe ich ja auch schon gesagt, ey, so ein Beef zwischen Asche und San Diego klingt interessant, klingt spannend, ja. Klingt sehr, sehr spannend. Wäre ja krass, wenn das nochmal in einen kompletten Diss-Track gegen eine Person mündet. Das können ja auch beide Parteien, haben ja beide Parteien auch schon gezeigt, ne. Ich bin gespannt, Digga. Yo, die Shinobi Retsuden EP ist auf jeden Fall noch mit drin. Das ist ja auch das Ding, worauf ich mich am meisten freue. Das sind Anime-Songs auf Drill. Na? Herrlich, ja? Ganz wilde Mixtur. Dafür ist das Shirt aber auf jeden Fall nice. Der Einser Mundschutz, den kann man ja auch schon aus seinem Statement von vor ein paar Tagen. Das Einser Trainingsprogramm natürlich hier. 20 Minuten Hardcore-Training, um so geschreddet zu sein wie der Einser. Hoodie ist halt auch geil. Ich finde, der Hoodie gefällt mir besser als das Shirt, ja. Da würde ich vielleicht eher zum Hoodie-Bundle greifen. Ne? Jetzt vorbestellen, aber kein neues Release-Date, ne? Habt ihr mal geschaut im Asche-Shop? Gibt's ein neues Release-Date? Ja, beides geil eigentlich, ne? Also beide Textilprodukte sind gut. Oh, da ist es. Aber das ist ja dann doch schon relativ nah. Feier ich aber, ja. Feier ich. Ich hoffe trotzdem, dass es nicht zu nah ist, dass es nicht zu optimistisch ist, dass es nicht zu überambitioniert ist, ja. Komm, Junge, gib Gas, ja. Also auf jeden Fall, wie gesagt, dahingehend natürlich Like It In Man hier. Asche mit KO am Start. Es wird auf jeden Fall gedisst, es wird grimmig, es wird Gewaltrap geben. Eine ordentliche Portion hier an der Stelle. Und ich bin gespannt, was wir da im Laufe der Zeit noch zu hören bekommen hier an der Stelle.